Liebe Sängerinnen und Sänger, sowie Ehrenmitglieder und Förderer, ich möchte euch allen ein großes Dankeschön sagen für euren Einsatz und Spenden zum Heidechor im Jahr 2015. Freuen würde ich mich, wenn wir es in diesem Jahr 2016 genauso durchführen könnten, um den Heidechor weiterhin auf dem Weg des Erfolges zu führen. Denn meine Devise, nur gemeinsam sind wir stark, bringt uns zum Erfolg. Wir konnten dieses im Jubiläumsjahr 130 Jahre 2015 beweisen, dass es uns gelungen war, mit unseren neuen Liedern das Publikum bei unseren Auftritten und Konzerten zu begeistern. Unser Jahresrückblick dieses Mal in bewegten Bildern. Ehrungen, Rückblick und Ausblick auf das Jahr des 130-jährigen Bestehens prägten die Jahreshauptversammlung. Beim Vorstand, Neuwahlen standen nicht auf der Tagesordnung, blieb alles beim Alten. Paul Schaban wird den Chor auch musikalisch durch das Jubiläumsjahr führen. Und vor der Jahreshauptversammlung hatte der Chor bereits seinen ersten Auftritt im Jubiläumsjahr. Ein Ständchen zur goldenen Hochzeit. Werner und Doris Ulmke hatten dazu eingeladen. 50 Jahre gehen sie nun gemeinsam ihren Weg. Dabei ist es doch noch gar nicht so lange her, dass der Chor zur silbernen Hochzeit der beiden eingeladen war. Unser Chor ist im abgelaufenen Jahr insgesamt 54 Mal zusammengekommen. 39 Mal zu Chorproben im Sängerheim und zu 13 öffentlichen Auftritten. Wir hatten auch 2 Freizeitsingen im Sängerheim für unsere Konzerte 2015. Ja, ich wünsche euch allen nochmal ein gesundes, neues und gesegnetes Jahr. 6 Vorstandssitzungen wurden abgehalten. Dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um die Aufgaben des Heidechors 2016. Am Samstag, den 21. Februar, fand unsere traditionelle Boseltour mit anschließendem Grünkohlessen im Landcafé Neubogel statt. Das zweite Ständchen haben wir am Sonntag, den 29. März, zum 70. Geburtstag von Elke Wiegmann und das nächste im Jahr 2015, am 20. Juni, bei Heidrun Meyer-Latschny gesungen. Und der Regen zumindest weg ist. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Darf ich ja auch gratulieren. Alles, alles Gute für dich. Ja. Unser Internetauftritt, ein wahrer Erfolg. Alleine im Januar hatten wir schon über 1200 Besucher.
Mit der Homepage präsentieren wir uns im World Wide Web. Hier sind immer die aktuellen Themen und auch die Termine abrufbar. Im letzten Jahr wurde die Seite für den internen Gebrauch erweitert. Unter anderem werden hier auch Stimmübungen neuer Lieder angeboten. Damit erhalten alle aktiven Sängerinnen und Sänger die Möglichkeit, auch zu Hause zu üben und sich stimmlich weiterzubilden. Beschwingt in den Sommer, so hieß das Motto unseres Open-Air-Konzertes am 31. Mai im Schlosshof. Der Harz, das Gebirge der Niedersachsen. Das ist das Ziel unseres diesjährigen Vereinsausflugs. Es ist für uns natürlich eine große Freude, dass heute Morgen. Heinrich, das kommt auf den nächsten Film. Wir haben alles vorbereitet. Sonne, Herr, für das Frühstück. Lasst euch überraschen. Und schon geht's los. Ein Frühstück wie im Fünf-Sterne-Hotel. Und ich, alle meine Schwestern, saufen so wie ich. Vielen vor der Theke niederstehen auf und saufen wieder. Alle meine Schwestern, saufen so wie ich. In Wernigerode steigen wir um auf die Harzer Schmalspurbahn. Wunderbar, es ist einer, der arbeitet hier. Die noch alles hin, solange ich nicht drauf bin, ist hier sowas. Gut. Thank you.
mit Volldampf auf den Brocken, auf den höchsten Berg von Norddeutschland. Heinrich, gebracht. Eine Eisfelder Kräuterlikör und eine Eisfelder Wurst und ein Stück Brot. Und dann brauchst du gar nichts mehr. Dann bist du glücklich, zufrieden und dann können einen die anderen mal wundern. Sollte vom Übungsabend eine ausgegeben werden. Ja, mal gucken, wenn noch was übrig ist. Darf ich mal, Heinrich? Ja. Schon haben wir den höchstgelegenen Bahnhof Deutschlands erreicht. Und was macht ein Chor auf dem Brocken? Natürlich! Erstmal wird ein Liedchen geträllert. Singen macht Spaß, singen tut gut. Ja, singen macht munter und singen macht Mut. Singen macht froh, denn singen hat Schaum. Die Töne nehmen uns in den Arm. Singen macht unser Freund, singen der Welt. Singen macht Rote, singen ein Schwan. Die Töne nehmen uns in der Welt. Danke. So hoch habt ihr ja noch nie gesungen. Komm, singt noch eins. Wir schauen dich an und rufen dir zu. Wir singen, singen auch du. Hier, wer nicht da ist, muss zu Fuß runter. So, noch schnell ein Bildchen fotografiert, dann geht's auch schön wieder zurück. Was ist hier denn? Ja, es ist hier geknastert. So, wenn dann die Ille noch einsteigt, dann können wir losfahren. Nach der Brockenfahrt verbrachten wir bei herrlichem Wetter und guter Stimmung in Hohe Gais noch einen gemütlichen Nachmittag. When the day is dawning on a Texas Sunday morning, how I long to be there with Marie who's waiting for me there. Auf der Heimfahrt gab es dann, ach, diesmal nicht, die legendären Harzer Windbeut. Schon zum zweiten Mal haben wir die Atempause zur Marktzeit mit Musik und Wort gestaltet. Ein Angebot der St. Nikolai-Kirche zum Innehalten und zum Durchatmen. Unser Programm lädt den Besucher ein, seine innere Ruhe zu finden und der Seele neue Kraft für den Alltag zu geben. Friede von Josef Reding.
keinen Zank und keinen Streit. Das heißt auf Englisch ganz einfach Peace und auf Französisch Paix und auf Russisch Mir und auf Hebräisch Shalom und auf Deutsch Friede oder Du, komm, lass uns zusammen spielen, zusammen sprechen, zusammen singen, zusammen essen, zusammen trinken und zusammen leben, damit wir leben. Einer der Höhepunkte des Jahres in der Stadt Gifhorn ist das Schützenfest. Wer Rang und Namen hat, muss hier ganz einfach dabei sein. Da darf natürlich der Heidechor nicht fehlen. Nun rechts Schwenk, es geht jetzt auf den Meierhof. Wenn es was zu essen gibt, da sind schon sie mal da. Füße, ich brauche die Kuchen nicht. Aber trotzdem, wir haben uns vorgestellt, der Heidechor lebt, er ist da. Und man hat uns an links und rechts hier der Heidechor, die alle vorbereitet hat, den Kaffee. Sängerfestes übernommen haben. Herzlichen Dank dafür, aber Sie haben auch einen gewissen Grund. Sie feiern einen kleinen runden Geburtstag, Sie können es an dem Schild da oben sehen, 35 Jahre gemischter Chor Besserbeck, noch ein verhältnismäßig junger Chor, man sieht es teilweise auch an den Gesichtern. Gruppensingen in Westerbeck hat es sich mal wieder gezeigt. Unsere Hühner sind die besten Hühner. Ich würde mit meinen
geht's los. Zum wiederholten Mal geht unsere Fahrradtour in diesem Jahr zu dem Ehepaar Erlebach an den Erikasee. Gerd Vetter immer vorneweg. Obwohl er in Vordorf zu Hause ist, kennt er sich erstaunlich gut in der Gemarkung Gifhorn aus. Ein kleines Päuschen in dieser schönen Natur. Und schon geht es weiter. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft heute hier. Und da haben wir gedacht, dass wir was Bleibendes hinterlassen. Das ist schön. Ja? Ganz lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute heute. Lasst es euch schmecken. Bleibt gesund. Und viel Spaß hier bei Eberhard und Heide. Des Kavalierhauses, ein wenig abseits vom großen Rummel, findet das Altstadtfest für die Genießer statt. Jeden Einzelnen von Ihnen zu fragen, wofür Sie denn dankbar sind. So viel Zeit haben wir nicht, weil wir warten gleich auf den Heidechor. Fröhlich klingen unser Lieder, fröhlich unser Festgesang. Aus der Ferne heilet jeder, unser froher Stimmenklang. Laut und leise in guter Weise, das Erntedankfest der Stadt Gifhorn hat seinen festen Platz in unserem jährlichen Terminkalender. Der Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr war zweifellos das große Festkonzert in der ausverkauften Gifhorner Stadthalle. Gemeinsam mit dem Gifhorner Männerchor und dem Streichensemble Chilis con Spirito konnten wir unser Publikum restlos begeistern. Es ist ganz eine Premiere heute. Eine Premiere im Herzen.
Herzen von Europa in der Stadthalle von Gifhorn. Nämlich, hier stehen nicht Klaus und Klaus auf der Bühne, sondern Wilfried und Wilfried. Begrüßen möchte Sie der Heidechor mit dem Lied Sing mit mir, singe, lache, tanz mit mir. Heidechor wieder für Sie da sein und für helfen vor Ort in diesem wunderschönen Schlosshof. Und wir haben einen kleinen Weihnachtsliederstrauß für Sie mitgebracht und wir hoffen, dass für jeden was dabei ist. Über den Hof und schimmelt mit ein, für Weihnachten wieder um Erden. Öffnet das Herz im Die Aktion Helfen vor Ort haben wir auch in diesem Jahr mit unserem Auftritt bei dem vorweihnachtlichen Markt im Schlosshof mit adventlicher Musik in stimmungsvoller Atmosphäre unterstützt. Wir traditionsgemäß am Volkstrauertag in Neubokel mitgestaltet. Liebe Gäste,
Willkommen heute hier zu unserer letzten Zusammenkunft in diesem Jahr. Wie immer in der Weihnachtszeit, unsere Jahresabschlussversammlung. Dieses Jahr machen wir eine Reise in den Norden, nach Schweden. Es ist der 13. Dezember, der Tag der Santa Lucia, und Elke wird euch darauf einstimmen. Im Jahr 400, um die sie wirklich gelebt hat, und zwar in Syrakus. Sie war die Tochter eines reichen Römers. Und um diese Zeit hatten Christen es ja sehr schwer. Sie wissen sicherlich alle, sie haben sich in den Katakomben verstecken müssen, weil sie, und sie ihre Hände natürlich brauchte, hat sie ein Licht auf dem dieser würdigen Jahresabschlussfeier, organisiert von unserer Ille, beschließen wir ein aktives und ereignisreiches Jubiläumsjahr. Und nun geht es weiter in Live.